Hallo und herzlich willkommen bei DSTV. Schön, dass Sie auch diesmal wieder dabei sind. Am 7. Juni wird in Dresden ein neues Stadtoberhaupt gewählt. Neben den Vertretern der etablierten Parteien bewirbt sich mit Tatjana Festerling, auch eine Kandidatin der zuwanderungskritischen Pegida-Bewegung, um das Oberbürgermeisteramt. Die NPD hat sich nach intensiven Beratungen dazu entschlossen, auf eine eigene Oberbürgermeisterkandidatur zu verzichten und ruft stattdessen zur Wahl von Tatjana Festerling auf, um einer Zersplitterung des rechten Stimmenpotenzials entgegenzuwirken. Gleichzeitig melden die Nationaldemokraten in einigen Punkten aber auch Kritik an der Bewegung an, die mit ihren Anhängern in Dresden Woche für Woche auf die Straße geht. Grund genug für die STV, Pegida einmal etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Viele fragen sich, wie es mit Pegida nach den monatelangen Protestdemonstrationen mit teilweise mehreren 10.000 Teilnehmern weitergehen soll. Mitentscheidend wird sein, wie Tatjana Festerling am 7. Juni bei der Oberbürgermeisterwahl in Dresden abschneidet. Ihr Ergebnis kann der Pegida-Bewegung entweder neuen Schwung oder aber einen empfindlichen Dämpfer verleihen. Die im Dresdner Stadtrat vertretene NPD hat auf eine Kandidatur verzichtet, um, wie es in einer Erklärung der NPD Dresden heißt, ein möglichst kraftvolles Zeichen zu setzen, da die Chance für Pegida bestehe, mit einem achtbaren Ergebnis der etablierten Politik einen ordentlichen Denkzettel zu verpassen. Der Dresdner Stadtrat und NPD-Kreisvorsitzende Jens Bauer erklärte dazu gegenüber DSTV. Die massiven asyl- und islamkritischen Proteste der letzten Monate hier in Dresden haben sich zu einer patriotischen Sammelbewegung entwickelt, als deren Teil sich natürlich auch die NPD versteht. Und ich denke, es ist ganz klar, dass es auch kein Zufall ist, dass diese Bewegung gerade hier in Dresden entstehen konnte, wo die NPD 10 Jahre lang im Sächsischen Landtag gute Arbeit für die Bürger geleistet hat und wo wir seit inzwischen sogar schon 11 Jahren in Gruppenstärke auch im Stadtrat vertreten sind. Trotzdem haben wir uns dagegen entschieden, einen eigenen Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl aufzustellen und rufen unsere Wähler stattdessen mit dieser Erklärung dazu auf, diesmal die Kandidatin der Pegida, Tatjana Festerling, zu wählen, um so einer Spaltung des patriotischen Lagers entgegenzuwirken. Und wir hoffen, dass Frau Festerling damit verantwortungsbewusst umgeht, verantwortungsbewusster vielleicht, als sie es in der Vergangenheit teilweise getan hat. Die NPD hat bei der letzten Wahl hier in Dresden immerhin über 8.000 Stimmen auf sich vereinen können. Diese 8.000 Wähler wollen wir mit unserer Erklärung erreichen. Wir erhoffen uns von der Wahl ein gutes Ergebnis für Frau Festerling, vielleicht sogar im zweistelligen Bereich, um so ein eindrucksvolles Zeichen zu setzen für den Bürgerprotest, das weit über die Stadtgrenzen von Dresden hinaus sehr eindrucksvoll klar macht, dass die Bürger nicht bereit sind, sich alles gefallen zu lassen und mit ihrer Stimme dagegen protestieren. Wir als NPD sind auf jeden Fall bereit, unseren Beitrag dazu zu leisten. Die Kritik, die in Bauers Worten mitschwingt, ist nicht nur in dem zurückhaltenden Wahlkampf, einigen Fehltritten und übertriebenen Distanzierungen Festerlings begründet, sondern auch in der einen oder anderen inhaltlichen Position. So setzt sich Pegida laut ihren Dresdner Thesen für eine dezentrale Unterbringung von Asylbewerbern ein. Die NPD hingegen sagt, die Unterbringung in Heimen muss die Regel bleiben, wobei die Kommunen dahingehend zu entlasten sind, dass nur wirklich politisch Verfolgte gemäß Artikel 16a des Grundgesetzes Aufnahme finden sollen, während abgelehnte Asylbewerber konsequent in ihre Heimatländer abgeschoben werden müssen. Zudem erteilen die Nationaldemokraten der Pegida-Forderung nach sogenannter sexueller Selbstbestimmung eine Absage. Als soziale Heimatpartei stehen für die NPD die Interessen klassischer Familien mit Kindern im Mittelpunkt und nicht die Sonderinteressen sexueller Minderheiten. Auf Kritik ist zuletzt nicht nur bei der NPD, sondern im patriotischen Lager insgesamt auch der Auftritt von Geert Wilders bei der Pegida-Kundgebung gestoßen. Insbesondere der einseitig pro-israelischen und pro-amerikanischen Positionierung des niederländischen Politikers muss widersprochen werden. Der notwendige Kampf gegen die Islamisierung Deutschlands darf nicht in einer falschen außenpolitischen Stoßrichtung münden. Unterm Strich bleibt es aber bei der Wahlempfehlung der NPD für die Pegida-Kandidatin Tatjana Festerling, da nur so der Protest gegen Massenzuwanderung und Asylbetrug gebündelt und einer Zersplitterung des rechten Stimmenpotenzials entgegengewirkt werden kann. Nun liegt es an jedem Einzelnen, die Erfolgsgeschichte von Pegida vorzuschreiben. Eine breite Volksbewegung, die sich für den Erhalt unserer Identität und unserer Kultur, mehr demokratische Mitbestimmung auf allen Ebenen und die Wiederherstellung der Souveränität Deutschlands einsetzt, ist heute notwendiger denn je. Ob und wie sich Pegida weiterentwickelt, bleibt abzuwarten.
Auf jeden Fall ist hier eine differenzierte Betrachtung angesagt. Sehen Sie dazu eine Einschätzung des NPD-Parteivorsitzenden Frank Franz. Die NPD unterstützt die Bürgerproteste in Deutschland nach wie vor, auch hier in Dresden die Pegida. Natürlich gibt es die eine oder andere Frage, die wir hier und dort etwas anders bewerten. Das ist es aber nicht, worauf es uns ankommt. Uns geht es darum, dass die Bürger endlich wieder für ihre Rechte auf die Straße gehen und ihrem Unmut Luft machen. Das ist der wesentliche Punkt. Das unterstützen wir hier in Dresden wie überall in Deutschland. Mit diesen Worten wollen wir uns für heute verabschieden. Wenn Ihnen unsere Sendereihe gefällt, können Sie uns gerne unterstützen. Entweder mit einem Abo der Deutschen Stimme oder einer Spende auf das am Schluss eingeblendete Konto. Ansehen können Sie sich alle bisherigen Sendungen von DSTV auf unserem YouTube-Kanal. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch demnächst wieder einschalten. Bis dahin alles Gute, Ihre Emma Stapel.